Also hallo, heute fahren wir alle nach Amsterdam und los geht's! Soweit ich verstehe, sind wir schon in den Niederlanden und wir sind an der Tankstelle oder wie es heißt. Ja, wir waren auf der Toilette. In Toilette und jetzt fahren wir weiter. Ich habe schon ein paar Stücke gekauft, um das zu essen. Also die Sprache hier ist sehr ähnlich mit Deutsch. Niederländisch ist sehr ähnlich mit Deutsch und es ist lustig ein bisschen, sogar für mich, die Deutsch nur lernen als Fremdsprache. Und für Deutsche glaube ich, dass Niederländisch ist genau wie Ukrainisch für Russen. Also sehr ganz lustig und interessant. Aber ja, wir fahren mit dem Bus und in einer Stunde, glaube ich, werden wir schon in Amsterdam. Also sehen uns ganz bald. Also, wir haben jetzt eine Exkursion auf dem Kanal in Amsterdam. Не боюсь. У меня влог. Я потом немцам буду показывать, что в Амстердаме было. Я фотографирую Gay Pride. Yeah. Oh mein Gott. Wir haben eine Exkursion auf Deutsch, auf Englisch, auf Russisch und auf Chinesisch. Самая старинная шлюзная воротца города Амстердам. Zu einem bekannten Blumenmarkt gekommen und es gibt hier sehr, 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 sehr viele interessante Stücke und sehr viele Blumen eigentlich. Also was meine Eindrücke von Amsterdam angeht, diese Stadt ist nicht sehr sauber. Und es gibt sehr viel Müll, nicht nur auf den Straßen, sondern auch in dem Fluss, in den Kanälen. Und es ist nicht sehr schön eigentlich. Also ich kann sagen, dass ich in Amsterdam nicht leben will. Ja, nur als Tourist kommen manchmal. Warum nicht?